Wie weit ging denn dieses Gefühl der Überwachung? Konnten Sie sich denn, wenn Sie auf der Straße gelaufen sind, haben Sie das Gefühl, da läuft mir einer hinterher, wenn Sie in die Kneipe gegangen sind, hatten Sie das Gefühl, ich kann hier nicht offen reden? Wie weit ging das in dem Alltag? Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Es gab das manchmal, dass wir das ja sehen und bemerken sollten. Dann standen die vor der Haustür und blieben da auch stehen und waren sofort als Wächter zu erkennen. Man hat sie dann manchmal frech gegrüßt. Heute weiß ich, das waren die Falschen. Das waren die, die wir sehen sollten, um die anderen nicht zu sehen. Sie fuhren zum Beispiel auch hinter unserem Auto hinterher. Ich weiß, dass ich mit einem Freund eine Fahrt durch Berlin gemacht habe und wir uns einen Spaß daraus gemacht haben, den irgendwie abhängen zu wollen. Dann waren sie aber doch, die hatten uns unter das Auto dann so einen Sender drunter gesetzt und so einfach war das. Also sie hatten ja alle Möglichkeiten, die wir ihnen nicht zutrauten. Und die größere Gefahr war nicht, dass einer hinter uns herging, sondern dass wir sie unterschätzten. Ich habe in meiner Stasi-Akte Fotos aus 2 Meter Entfernung gefunden, wo ich fröhlich drauf bin und lache und mich frage, wie haben die das Foto gemacht, ohne dass ich es merken konnte. Also die waren gut, die waren viel besser, als wir dachten. Ich habe dann Überwachungsprotokolle, kurz vor unserer Verhaftung haben die uns rund um die Uhr überwacht. Da hat er genau beschrieben, welches Hemd ich anhabe und welche Schuhe ich anhabe und dass ich am nächsten Tag das gleiche Hemd nochmal anhatte. Das wurde alles genauestens vermerkt. Ich habe nie einen gesehen in dieser Zeit. Das war einfach ein System, was uns an dieser Stelle weit überlegen war und von uns eben dummerweise immer unterschätzt wurde. Das ist ein ganz großes Problem gewesen. Also sie haben uns rund um die Uhr überwacht, kurz bevor wir verhaftet wurden. Und ich habe davon nichts gemerkt und meine Frau auch nicht.